angenommen war jetzt eine Lage, dass dort ein Fass entsprechend ausgelaufen ist, ist umgefallen mit einer entsprechenden Leckage. Jetzt hier ein entsprechendes Gas entsprechend voreingestellt, das heißt anhand von Produktetikett auf dem Fass konnten wir halt identifizieren, okay, es handelt sich dabei um Ammoniak. Dementsprechend haben wir die Messgeräte so kalibriert, dass die auf Ammoniak entsprechend detektieren. Ammoniak ist im Normalfall also auf der einen Seite ätzendes Gas, aber auch ein toxisches Gas. Wenn es in die Lungen halt reinkommt, dann werden die Lungenbläschen zum Beispiel mit angegriffen. Ist etwas unangenehm, hat aber den Vorteil, Ammoniak ist ein relativ stark riechendes Gas. Das heißt, man bekommt es im Normalfall mit. Ist also nicht so problematisch wie Kohlenmonoxid oder ähnliches. Kannst du das hier mal um den Hals hängen? Wir wollen jetzt einen Messtrupp entsprechend vorschicken mit unseren Messinstrumenten, die wir auf dem Fahrzeug haben, die die Werte vor Ort aufnehmen und die Konzentrationen werden dann hier entsprechend aufgenommen und ausgewertet, ob dort ein entsprechender Stoffaustritt vorgelegen hat und ob die Grenzwertüberschreitung da war. Da warst du gerade an einer guten Stelle. Ah, hier, ne? Bei 3,80 hat er einmal angezeigt. Wir haben jetzt hier mehrere Messpunkte aufgenommen, insgesamt 87 Stück. Und wir haben zum Beispiel bei dem Messpunkt 70 haben wir eine Grenzwertüberschreitung mit einem Messwert von 162,4 ppm, wobei der Schwellwert 110 ppm war. Wir haben also etwa 1,5-fache der problematischen Dosis, wo der Gefahrenbereich abzuklären wäre. Daraus könnte man jetzt ableiten, dass in einer Entfernung von etwa 1-2 Meter um dieses Fass drumherum keine problematische Konzentration vorliegt, aber vor Ort definitiv ein Stoffaustritt vorgelegen hat, der auch direkt vor Ort in dem problematischen Bereich wäre. Gut, das Fahrzeug wurde ja finanziert vom Kreis Borken, beziehungsweise vom Bund, so muss ich sagen. Es kostet so 120.000 Euro. Also für die Beschaffung des Fahrzeugs haben wir nichts bezahlt. Dennoch sind wir natürlich jetzt hier irgendwo auch verantwortlich für die Aus- und Fortbildung an diesem Fahrzeug. Und das ist natürlich auch ein entsprechender Aufwand, der hier betrieben wird. Wir haben ja eine Gruppe von ca. 20 Feuerwehrleuten, Haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrleute, die das aber in erster Linie rein ehrenamtlich dann auch machen. Wir bilden ja an verschiedenen Samstagen aus. Das ist also eben halt noch ein sogenannter Zusatzdienst, den wir versehen. Und da wird die Gruppe eben halt speziell geschult, nochmal, um dieses Fahrzeug auch entsprechend bedienen zu können. Ja, wir haben keine Atomwaffen im klassischen Sinne, wo wir uns jetzt darauf einstellen, aber unser technischer Fortschritt, der hat so viel mit Chemie zu tun und auch die Strahler, die also auch existieren im Gesundheitswesen. Also es sind doch sehr viele Gefahrstoffe, die über die Straßen laufen und die industriell verarbeitet werden. Und bei Brennen hat man immer wieder andere Stoffe, die zu bewerten sind. Von daher ist es schon wichtig, dass man ein Gerät hat, wo man aussagefähige Messwerte hat, um auch Gegenmaßnahmen einleiten zu können, um entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass in der Bevölkerung nichts passiert. Unter anderem haben wir Probenahmesets, hat halt den Hintergrund, ich sag mal, gerade im Bereich der biologischen Gefahrenstoffe sind wir natürlich relativ begrenzt. Da gibt es nicht wirklich Messapparaturen für, die in relativ kurzer Zeit was rausgeben. Da sind wir auf externe Labore angewiesen. Die wiederum sind darauf angewiesen, dass eine einheitliche, saubere Probe vor Ort gezogen wird. Allerdings auch in chemischen Bereichen und auch in atomaren Bereichen ist dies möglich. Dafür haben wir hier entsprechende Probenahmesets, die so vorbereitet sind. Und man bekommt im Normalfall dann einen Messauftrag, wo eine Probenahme nach einem bestimmten Muster vorgegeben ist. Ne? Und dazu haben wir hier halt sämtliche Apparaturen vorrätig auf dem Fahrzeug. Ne? Also wir haben hier jetzt eine erste Stufe, wo wir eigenständige Messungen machen können, um eine Gefahrenanalyse zu machen, um schnellstmöglich auch hier vor Ort entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Und sollte es ins Detail gehen und noch etwas umständlicher werden von der Stoffbewertung her, haben wir in der Rückhand noch zusätzliche Trupps, die man hinzuziehen kann, um bestimmte analytische Dinge nochmal extrem genauer zu betrachten.